Still. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Endlich kommen mal wieder alle Dinge zusammen zum Positiven. Es ist gutes Wetter, wenn auch kalt. Ich habe Zeit, ich habe die Kamera, ich habe die Hunde und wir können ein Video machen. Und zwar heute mal wieder einen Rassecheck. Wir wollen heute des Pudels Kern etwas genauer unter die Lupe nehmen. Heute geht es um den Pudel. Heute geht es also um den Pudel und zwar genauer um zwei Varianten des Pudels. Es gibt den Pudel in vier Varianten. Das ist der Großpudel, der Kleinpudel, der Zwergpudel und der Toypudel. Über die Hälfte aller registrierten Pudel in Deutschland sind Zwergpudel. Und wenn wir von Pudel sprechen, haben die meisten den Großpudel, den Königspudel, das langbeinige, hübschhaarige Ding im Auge oder im Kopf. Wir werden also genau diese beiden Varianten unter die Lupe nehmen und werden für beide unabhängig voneinander Punkte vergeben. In vielen Bereichen wird sich das decken, in vielen Bereichen ist das gleich, was die Informationen angeht. In manchen Bereichen kriegt der eine einen Punkt mehr, der andere einen Punkt weniger. Warum wir jetzt den Toypudel und den Kleinpudel auslassen, ist ganz einfach. Der Kleinpudel ist mittlerweile relativ selten. Über die Hälfte aller registrierten Pudel in Deutschland sind Zwergpudel, also die noch kleinere Variante. Und die anderen 40%, die dann übrig bleiben, 40-45%, teilen sich auf in Großpudel, Kleinpudel und Toypudel. Toypudel sind noch sehr selten und ich finde tatsächlich, dass das absolut nicht notwendig ist, diesen Pudel oder diese Hunderasse noch kleiner zu züchten. Ich habe 3 Toypudel, glaube ich, gehabt oder 2 in meiner ganzen Zeit. Manchmal ist das schwierig zu sagen, ist das jetzt ein kleiner Zwergpudel oder ist das ein großer Toypudel? Aber die unterscheiden sich einfach nicht so wirklich viel vom Zwergpudel, bis auf die Tatsache, dass sie in manchen Punkten dann ja einfach durch die Größe anders abschneiden. Aber der Zwergpudel steht hier insgesamt bildlich für alle Pudel außer den Großpudeln. Das heißt, Kleinpudel, Zwergpudel und Toypudel werden wir zusammenfassen in den Zwergpudel, denn ein riesengroßer Unterschied ist da oftmals nicht zu sehen. Um das Ganze mal so in Zahlen zu fassen. Der Großpudel wiegt so um die 20 Kilo, 50 Zentimeter Schulterhöhe plus minus. Ja, das kann sich natürlich ändern, aber den kennen wir alle. Das Bild haben wir alle schon mal gesehen. Vielleicht habt ihr sogar so einen Pudel schon mal gesehen. Dann haben wir den Kleinpudel. Der Kleinpudel geht so bis 10 Kilo und hat eine Größe von 30, 35 Zentimeter. Ist also so ein bisschen kleiner, als es die Gaia ist. Dann haben wir den Zwergpudel. Der Zwergpudel 5, 6 Kilo um den Dreh, ein ganz kleines Stück wieder kleiner und dann haben wir den Toypudel bis maximal 3 Kilo. Ja, das sind so die Größenunterschiede, woran man die Pudel unterscheiden kann. Schatz. So, Hunde versorgt und die stehen keinem mehr im Weg. Neben der Größenunterschiede gibt es auch verschiedene Farben beim Pudel. Klassisch kennt man den Pudel in Schwarz und in Weiß. Das waren die beliebtesten Farben auch damals. Mittlerweile gibt es auch ein relativ seltenes Silber und es gibt Rottöne, die als Fable, Fawn, Aprikot bekannt sind. Gerade im Zwergpudelbereich sieht man den Aprikoton sehr, sehr häufig mittlerweile. Den Großpudel habe ich in Aprikot noch nicht gesehen. Dann gibt es noch Mischfarben, die wirklich sehr selten sind, unter anderem auch, weil sie von der FCI teilweise nicht anerkannt werden. Es gibt ein Harlekin, das ist ein schwarz-weißer Pudel, gescheckt oder gefleckt oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und dann gibt es das Ganze noch ein Black Tan. Die Black Tan Farbgebung kenne ich hauptsächlich beim Toy oder beim Zwergpudel. Das ist ein schwarzer Pudel mit roten, braunen Abzeichen. In eher seltenen Fällen kennt man den Pudel sogar in einem Braunton. Sattes, kräftiges, dunkles Braun, das sich von dem Fawn, also dem Aprikot oder dem Falbfarbton, die roten Farbtöne, deutlich abhebt. Wirklich ein deutliches Braun. Attacke! Oh Mann, du spielst nicht mit ihr. Jetzt hat sich so eine Mühe gegeben, du spielst nicht mit ihr.
Aufgrund diverser Eigenschaften, die wir hier im Video auch noch erläutern werden, wird der Pudel mittlerweile in viele Rassen eingezüchtet. So gibt es den Golden Doodle, den Labradoodle, es gibt mittlerweile sogar Bernedoodles, was man davon halten mag oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt den Cockapoo, den Havapoo. Man kann von diesen Modeerscheinungen, von diesen Trends, von diesen Designerhunden halten, was man will. Ich werde am Ende des Videos nochmal darauf eingehen, was ich von diesen Mischlingen halte und wie ich dazu stehe. Aber Fakt ist, mittlerweile gibt es den Pudel verpaart mit fast allem, was vier Beine hat und irgendwie nach Hund aussieht und irgendwie ein Familienhundetypus ist. Woran das liegt, werden wir im Laufe des Videos ergründen. Der Pudel ist tatsächlich die einzige Hunderasse, die mir einfällt, die in Sprichworten mehrfach genannt wird. So kennen wir alle den begossenen Pudel als Sinnbild für trauriges Aussehen, traurige Situationen. Das kommt aus der Jagd, wenn der Pudel mit seinem tollen, lockigen Fell im Wasser war und alles so kletscht runterhing und das einfach irgendwie ein trauriger Anblick war. Daher kommt also die Aussage, wie ein begossener Pudel ausschauen. Das zweite Sprichwort hatte ich eben schon erwähnt, des Pudels Kern. In Goethes Faust 1 dient der Pudel als Form, als Verwandlung, als Gefäß für Mephisto, den Teufel. Und als der Protagonist dahinter kam, stand geschrieben, das ist also des Pudels Kern. So ist man also der Wahrheit auf die Spur gekommen. Das ist die literarische Erwähnung bei Goethes Faust. Das zeigt, wie wichtig der Pudel, welch hohes Ansehen der Pudel hatte damals, wie weit er verbreitet war. Die ersten Aufzeichnungen des Pudels gehen über 500 Jahre zurück, bis ins Jahr 1550. Der Pudel ist also eine sehr alte Hunderasse. Damals diente er dem Adel und dem wohlverdienenden Volk als Jagdhund und ist aufgrund seiner Erscheinung, seines stolzen, aufrechten Ganges sehr, sehr, sehr beliebt gewesen. Heute wird der Pudel in der FCI als reiner Familien- und Begleithund geführt. Es gibt aber immer noch Pudel, die tatsächlich jagdlich eingesetzt werden. Der Pudel ist ein exzellenter Wasserapportierhund, das hatte ich eben schon erwähnt. Und bis heute kann man Auswirkungen davon teilweise in einigen Vertretern der Rasse wiederfinden. Darauf kommen wir aber jetzt in unserer Bewertungsmatrix zurück. Genug für die Einleitung, los geht's mit dem Punkt Erziehung. So, jetzt muss ich mal meine Jacke ausziehen, jetzt wurde es dann doch etwas wärmer. Kommen wir auf den Punkt Erziehung zu sprechen. Das ist eine einfache Kiste, insofern als dass der Pudel tatsächlich sehr, sehr viel mitbringt, um eine gute Erziehung genießen zu können. Oftmals sind Pudel, sowohl große als auch kleinere Varianten, in jüngeren Monaten noch ein bisschen hibbelig, noch ein bisschen unruhig, können schlecht stillhalten. Das kann tatsächlich mal ein bisschen schwieriger werden. Das kann tatsächlich dazu führen, dass man so einen kleinen, springenden, wilden, lockigen Fratz da an der Leine hat. Diese hibbelige Art kommt in beiden Pudelvarianten vor, im Großpudel sowohl in den kleineren Pudeln, ist aber bei den kleinen meiner Erfahrung nach ein bisschen intensiver, ein bisschen schlimmer. Deshalb hat der Großpudel den anderen hier eine leichte Nase vorn. Trotzdem, die Pudel generell sind lernwillige Hunde, ehemalige Jagdgebrauchshunde. Die mussten schon irgendwie ein bisschen was in der Birne haben. Der Pudel ist ein intelligenter, smarter Hund, der gerne arbeitet und der gerne Tricks lernt. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts war der Pudel tatsächlich eine feste Größe als Zirkushund. Das liegt nicht nur daran, dass sie toll aussahen, für damalige Verhältnisse war das halt eine schöne Geschichte, sondern auch an der Intelligenz. Der Pudel ist lernwillig, der Pudel ist motiviert. Man kann den Pudel meistens mit Leckerchen und mit Spielzeug trainieren und ihm Dinge beibringen und ihn erziehen. Insgesamt also eine smarte Rasse. Ab und an kann man leichte Schwierigkeiten bekommen aufgrund dieser hebeligen Art, die ich gerade erwähnt habe. Aber das gibt sich meistens nach einer gewissen Zeit. Erfahrungsgemäß sind für mich die Rüden ein bisschen schwieriger. Das liegt an zwei Dingen. Einmal, weil ich das Gefühl hatte, dass zumindest, was das Hibbelige angeht, junge Rüden, also gerade die Kleinpudel, ein bisschen schwieriger waren als die Mädchen. Und zusätzlich, und das ist tatsächlich der größte Kritikpunkt im Bereich Erziehung, die Pudelrüden sind ultrasexuell. Also dass die, es ist tatsächlich so, als würden die wissen, dass sie eine tolle Frisur haben. In der Pubertät können Kleinpudel und Großpudel aufgrund der sexuellen
Motivation dann doch etwas schwieriger sein. Aber hat man eine gute Basis geschaffen, hat man vorher viel mit denen trainiert, hat man vorher sich einfach Zeit genommen und Spaß am Lernen gehabt und dem Pudel auch Spaß am Lernen vermittelt, schafft man das eigentlich durch diese Zeit sehr gut. Es gibt Hunde, bei denen ist das deutlich schlimmer alles. Aber wichtig für euch zu merken, können durchaus etwas hibbelig sein, ist aber lösbar, weil das trifft meistens die Kleinpudel, die kann man ja auch gut festhalten. Das ist ja jetzt nicht so, dass die einen von Füßen ziehen und neigen dazu, die Rüden neigen dazu, sexuell zu sein. Da ist der Großpudel meiner Erfahrung nach ein bisschen schlimmer. Das heißt, auf der einen Seite kriegt der Kleinpudel wegen der hibbeligen Art ein bisschen was abgezogen, auf der anderen Seite kriegt der Großpudel aufgrund seiner durchaus sexuellen Motivation ein bisschen was abgezogen. Das trifft ja aber hauptsächlich nur die Rüden. Die Mädels habe ich durch die Bank weg als tolle Hunde kennengelernt. Insgesamt steht der Pudel hier auf sehr, sehr solidem Grund und kann tatsächlich gleich mal ordentlich punkten. 5 Punkte im Bereich Erziehung mit ein paar kleineren Abzügen. Kommen wir als nächstes zum Bereich Alltag. Los geht's! Boah, da ist aber einer motiviert. Der alte Sack, sehr gut hier. Sehr gut hier. Jawohl. Yeah, gut ist hier. Da nochmal hier. Zack, zack, komm hier hoch. Hopp. Kommen wir auf den Bereich Alltag zu sprechen. Hier gibt es jetzt nicht viele Gründe, warum der Pudel schlecht abschneiden sollte. Die kleinen Pudel müssen wir uns nichts vormachen. Die punkten hier natürlich dadurch, dass sie einfach aufgrund der Größe überall mit hin können. Sei es im Restaurant unter dem Tisch, sei es in der Bahn, sei es, ich muss sie mal die Treppen hoch und runter tragen, was auch immer, da hat der Kleinpudel natürlich so ein bisschen die Nase vorne. Aber selbst der Großpudel schneidet hier nicht schlechter ab. Kein Mensch wird euch aus dem Weg gehen und die Straßenseite wechseln, weil ihr mit einem schön geföhnten Pudel da langkommt. Auch nicht, wenn es ein Königspudel ist, also ein Großpudel. Letztlich sind sogar die Großpudel noch händelbar. Im Vergleich zu vielen Retrieverrassen, die dann schon mal 25, 30 Kilo auf die Waage bringen, liegt der Großpudel bei 20 bis 25 Kilo. Das heißt, auch den kann ich im Zweifel mal, wenn er verletzt ist, die Treppe hoch oder runter tragen. Das Einzige, was man jetzt hier erwähnen muss, ist tatsächlich die eher schüchternere, skeptischere, reserviertere Art des Pudels, vor allem mit fremden Menschen. Der Pudel ist eher ein zurückhaltenderer Hund. Die brettern nicht überall rein, die sagen nicht eben Hallo, die gucken sich alles lieber erstmal an. Reserviert ist da der richtige Ausdruck. Bei kleinen Pudelvarianten kann das aber auch sehr schnell zu Unsicherheit und tatsächlich sogar Angst führen. Und da hatte ich schon den einen oder anderen Fall, dass die dann dazu auch neigen zu schnappen. Durchaus auch die eigenen Besitzer. Diese Scheue, diese Reserviertheit, dieses Fremdeln mit Personen, diese leichte Unsicherheit, gepaart mit der durchaus etwas hibbeligeren Art, kann dazu führen, dass es dann doch den ein oder anderen Punkt im Alltag gibt, wo der Pudel ein bisschen komplizierter wird, weil ich einfach hingehen muss und sagen muss, okay, bitte fassen Sie nicht an, der mag das nicht. Ja? Letztlich ist das aber auch nichts Weltbewegendes. Trotzdem müssen wir hier die erste kleine Unterscheidung machen. Der Kleinpudel ist meiner Meinung nach, obwohl er zwar besser handelbar ist, obwohl ich ihn besser überall mit hinnehmen kann, weil er nicht viel Platz wegnimmt, im Alltag trotzdem etwas schlechter gestellt als der Großpudel. Das liegt hauptsächlich an der Unsicherheit vielen Dingen gegenüber. Und die neigen dann dazu mal zu kläffen, die neigen dazu zu schnappen. Und das passiert beim Großpudel einfach eher seltener. Die sind zwar nicht viel sicherer, die sind auch eher reserviert, die sind auch eher zurückhaltend, aber die gehen damit ein bisschen souveräner um. Zu dieser leicht reservierten Art kommt noch ein anderer Punkt, den ich ganz vergessen habe im Video anzuschneiden. Und zwar ist der Pudel ein sehr anhänglicher Geselle. Das trifft auch die Kleinpudel deutlich stärker als die Großpudel. Wenn ich Einzeltrainings mit Pudeln habe, ist es ganz häufig das Problem Trennungsangst oder alleine bleiben. Und das ist bei den kleineren Varianten viel häufiger der Fall als bei den großen. Insgesamt muss ich also hier tatsächlich ein bisschen eine Unterscheidung machen zwischen Groß- und Kleinpudel. Alltagstauglich sind sie beide alle Male, aber mit dem kleineren kann man eher mehr Probleme bekommen. Das sind keine großen Probleme, das sind hauptsächlich Dinge, die euch betreffen, aber es ist schon ein Unterschied, ob ihr einen etwas eher schüchteren Kleinpudel dabei habt und im Restaurant seid, der bei jedem Kellner erstmal aufsteht und guckt oder vielleicht einen Schritt zurückgeht, teilweise sogar vielleicht anfängt zu kläffen, während der Großpudel einfach weiter ratzt. Der zweite Punkt ist natürlich das Thema alleine bleiben. Das betrifft auch hauptsächlich euch, es sei denn durch Bellen oder Jaulen betrifft es die Nachbarn. Aber auch da, das ist nichts, was nicht
mit Training in den Griff zu kriegen ist. Wichtig ist vor allem beim Kleinpudel oder bei den Kleinpudel-Varianten früh mit der Sozialisation anzufangen und früh das Thema Alleinebleiben anzugehen. Fängt man früh im Training an, sollte man keine großen Probleme haben. Nichtsdestotrotz, wir machen eine kleine Unterscheidung. Auch wenn der Großpudel die schwerere Variante ist, die körperlich schwerere Variante ist, ist er mit 20 Kilo noch gut zu handeln, die Kleinpudel natürlich ein bisschen besser. Aber die Probleme, die es bei den Pudeln gibt, kenne ich hauptsächlich bei kleineren Varianten. Deshalb kriegt der Kleinpudel hier 4 und der Großpudel 5 Punkte im Bereich Alltag. Kommen wir jetzt auf den Bereich der Motivation zu sprechen. Okay, such. Der Pudel ist ein motivierter Hund. Wäre er das nicht gewesen oder wäre er das nicht, hätte er nicht Zirkushund sein können. Die haben schon Bock zu arbeiten. Die haben vor allem Lust auf solche Sachen wie Tricks, wie Dogdance etc. pp. Nichtsdestotrotz, ich kenne viele Pudel, die sehr, sehr verspielt sind. Und ich kenne sogar einige, gerade Zwerg- und Toypudel, die richtig krass im Agility abgehen. Trotzdem müssen wir im Bereich der Motivation aufgrund zweier Dinge, die wir schon angesprochen haben, so ein bisschen, ja, dem Ganzen Rechenschaft ablegen. Und zwar ist das die sexuelle Motivation. Die kann gerade Pudelrüden in der Pubertät, anfangs der Pubertät, so das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre ein bisschen im Weg stehen. Nichtsdestotrotz, der Pudel ist ein motivierter Hund, der Lust hat, der Spaß hat, der Laune hat. Mit zwei Einschränkungen. Obwohl der Pudel ursprünglich ein Wasserhund war und obwohl der Pudel eigentlich gerne ins Wasser geht, wenn er denn arbeitet, wenn die Motivation, wenn der Reiz hoch genug ist, ist der Pudel auch eins. Fimschig wie Hulle. Die legen sich nicht gern hin, wenn das so ist wie jetzt. Da, nass, Regen, warum sollte ich mich da hinlegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nicht für ein Leckerchen. Ja, für eine Ente. Da springe ich da auch rein und wälze mich drin. Insgesamt müssen wir also ein ganz klein wenig abziehen. Für den kleinen Pudel aufgrund seiner hiebeligen Art, für den Großpudel aufgrund seiner eher sexuellen Art. Für alle zusammen so ein bisschen, weil sie dann doch fimschig sind, wetterfühlig sind, weil sie auch einfach mal so ein bisschen sich zu fein sind, sich in den Matsch zu legen, weil man einfach ein bisschen mehr arbeiten muss. Da sage ich dem Goldie Platz, da liegt er im dicksten Matsch, weil er einfach Lust auf die Leckerchen hat. Da ist der Pudel dann schon mal so ein bisschen anders. Hier und da können die auch mäkelig sein. Pudel sind sehr, sehr schlechte Esser. Und wenn die die Leckerchen nicht gut finden, machen die erst recht nicht mit. All das müssen wir jetzt so ein bisschen in Einklang bringen und so ein bisschen mitbedenken, sodass es für 5 Punkte leider nicht reicht. Aus unterschiedlichsten Gründen zwar, aber beide Varianten, Kleinpudel und Großpudel, kriegen hier 4 Punkte im Bereich Motivation. Hier noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr mit schlechten Leckerchen arbeitet, habt ihr keine Chance. Vor allem nicht bei scheiß Wetter. Wenn euer Pudel zu Hause eh schon nicht gut isst, weil sie mäkelige Esser sind und ihr dann draußen auch noch mit schlechten Leckerchen kommt, dann werdet ihr im Zweifel tatsächlich es richtig schwer haben. Ich empfehle euch also tatsächlich beim Pudel, das ist eine der wenigen Rassen, wo ich das sage, füttert die nicht zu Hause, füttert die draußen. Nehmt gute Sachen mit, nehmt weiche Sachen mit, nehmt Hähnchenfleisch mit, das ihr abkocht oder. Wenn die genug zu essen zu Hause kriegen, gerade in der Pubertät, gerade die Rüden, dann haben die keinen Bock draußen für einen Keks irgendetwas zu machen. Warum denn auch? Dieses leicht mäkelige, was das Futter angeht, kann tatsächlich die größte Hürde in der Motivation sein. Fangt früh an, zeigt ihnen das, dass das Lernen Spaß macht, kümmert euch um Spiel und Spaß und Interaktion mit euch, sei es mit Spielzeug oder mit Leckerchen, arbeitet mit guten Leckerchen und gebt ihnen zu Hause nicht zu viel zu essen. Der Pudel ist sehr wählerisch, die wollen nicht so viel essen, die sind mäkelig und habt ihr jemals einen dicken Pudel gesehen? Ich nicht. Das ist richtig, richtig, richtig schwierig, einen Pudel fett zu kriegen. Es sei denn, die sind alt oder krank oder so. Aber ein gesunder Pudel ist nicht dick. Habe ich noch nie gesehen. Und das deutet darauf hin, dass es schwierig ist, da Futter reinzukriegen. Das ist kein Retriever. Der Retriever kann immer essen, bis er platzt. Der Pudel sagt, nein, danke, mir reicht's. Wichtig also, nicht zu viel drin füttern, mehr draußen füttern, gute Leckerchen und Spaß in die Arbeit bringen. Dann habt ihr einen sehr motivierten Hund. Also, 4 Punkte für beide. Weiter geht's. Na, du wirst auch nicht mehr jünger, ne? Ganz schön anstrengend, so eine Stunde spazieren. Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Liste, die Auslastung. Der Pudel ist kein Hund, der eine ganz spezielle Art der Auslastung braucht. Allerdings ist der Pudel auch kein Hund, der richtig viel bolzt und tobt und spielt mit anderen Hunden. Wenn die jung sind, haben die da noch Lust drauf. Gerade die Zwergpudel sind ein bisschen verspielter, meiner Meinung nach. Aber auch nur mit Spielgenossen ihresgleichen. Wenn der erste Labi da in die Gruppe kesselt und einfach über drei drüber rennt oder die erste Bulldogge da grunzend durch die Gruppe walzt, da hat der Pudel keinen Bock mehr.
In der Art, mit anderen zu spielen, merkt man also diese leicht filmschige, leicht wetterfühlige Geschichte, dieses Weiche. Der ganze Hund ist einfach weich und hat keine Lust auf Rugby. Na, die sind eher so ein bisschen hopsi hopsi, fangen, buddeln, tralala, finde ich gut, aber ja. Auslastungstechnisch ist der Pudel tatsächlich nicht ganz so anspruchsvoll, als dass man sagt, er braucht eine ganz gewisse Art der Auslastung. Die machen viele Sachen mit. Was er braucht, ist Bewegung. Gerade der Großpudel ist ein Hund, der muss laufen können. Also joggen, Radfahren, laufen. Da braucht der kleine Pudel natürlich weniger. Hier ist also die große Variante ein bisschen anspruchsvoller. Nichtsdestotrotz, beide arbeiten gerne, beide lernen gerne Tricks, beide machen gerne Nasenarbeit, die apportieren gerne, die machen einfach gerne ruhigere, konzentriertere, in festen oder klaren Bahnen verlaufende Geschichten. Pudel sind sehr, sehr, sehr gute Hunde, wenn es in den Bereich Such- und Mantrailing-Arbeit geht. Da haben die richtig Bock drauf. Wie eben schon gesagt, gibt es aber auch Pudel, die richtig Lust auf Agility haben, dieses Rennen, dieses Körperliche, dieses, ja, sich bewegen. Das steckt dem Pudel schon intus. Bezieht man jetzt hier andere Hunderassen ein als Referenzwert, dann muss man zwei Unterschiede machen. Meiner Meinung nach ist der Großpudel der etwas körperlichere. Also die haben mehr Lust auf Bewegung und Auslastung und lange Touren. Ja, also Radfahren oder Joggen oder einfach lange durch den Wald wandern. Der kleine Pudel macht das auch mit, aber er braucht es nicht so dolle, wie es der große Kamerad braucht. Trotzdem brauchen beide ein bisschen was zu tun. Wenn ich mit denen nichts tue, fangen die an, Quatsch zu machen. Mitunter reichen da einfache Spaziergänge nicht. Ein bisschen was für den Kopf, ob das jetzt Tricks zu Hause sind oder Sucharbeit draußen, Mantrailen oder weiß der Geier nicht was. Oder ob es jetzt tatsächlich einfach das Agility ist oder das Crosslogging, das ihr macht. Der Pudel brilliert in allen Bereichen, weil er einfach Lust hat zu lernen. Ich hatte sogar schon mal einen Pudel in einem Frisbee-Kurs. Also eigentlich kann man mit denen alles machen, wenn man früh anfängt und die da Spaß dran entwickeln. Ne? Der eine halt so, der andere so. Insgesamt, vor allem wenn man jetzt andere Hunderassen als Referenz ansieht, muss man schon sagen, man muss mit dem Pudel ein bisschen was tun. Der größere eher ein bisschen körperlichere Auslastung, der kleinere halt dann dafür ein bisschen mehr geistige. Auch der große kann mit reiner Trickarbeit total glücklich sein, aber trotzdem muss ich mit denen dann halt auch mal lange Spaziergänge machen. Man sieht es alleine schon an der körperlichen Bauweise, dass der wirklich Bewegung braucht. Hier ist der Pudel einfach ein bisschen anspruchsvoller. Aber die Frage ist, steht der anderen Hunderassen wie zum Beispiel dem Golden Retriever in irgendwas nach oder nicht? Wenn der Golden Retriever hier 2 Punkte kriegt, weil man einfach ein bisschen mehr mit ihm machen muss, und der Border Collie 1 Punkt, dann kann man dem Pudel nicht auch nur 1 Punkt geben, weil es ist kein Border Collie. Also die gerade wenn das Wetter mal scheiße ist, wollen die auch mal nicht. Trotzdem, den ganzen Tag nur zu Hause rumgammeln lassen und als reinen Begleithund ohne große Auslastung wird wahrscheinlich nicht so gut laufen. Deshalb hier 2 Punkte im Bereich Auslastung für beide, sowohl für die kleinen als auch für die großen Varianten. Aber hier mit dem Hinweis darauf, dass die großen ein bisschen körperlichere Bewegung brauchen, als es die kleinen tun. Kommen wir als nächstes zur Pflege. Und hier ist jetzt ein Punkt, der dem Pudel immer als positiv zugesprochen wird, tatsächlich ein Nachteil. Man sagt immer, der Pudel haart nicht. Das ist so nicht ganz korrekt. Es gibt keinen Hund, der nicht Haare verliert. Aber der Pudel hat sehr wenig und die wenigen Haare, die er verliert, bleiben häufig in der lockigen Fellstruktur hängen. Das ist ein Vorteil, weil ich zu Hause nicht so viel wischen und putzen und fegen muss. Das ist aber auch ein riesen Nachteil, wenn es in die Fellpflege geht. Handeln wir erstmal alle anderen Sachen ab. Zähne, Krallen, das ist beim Pudel nicht anders als bei anderen Hunden. Was der Pudel allerdings hat, ist Schlappohren. Schlappohren, die aufgrund des langen Fellbehangs tatsächlich noch ein bisschen schwieriger sind als andere Schlappohren, denn häufig hängen die komplett runter. Wo der ein oder andere noch so ein Teil hochstellen kann und auch mal Luft ins Ohr kommt, kann das beim Pudel sehr schwierig werden. Die Schlappohren müssen also ständig überwacht werden, sagt man. Und das ist tatsächlich auch so. Wenn der Pudel mit dem Ohr wackelt oder schlackert oder sich viel kratzt, dann hast du meistens gleich Probleme. Da können mal Haare drin hängen, dann kann es auch mal sein, dass die Haare ein bisschen stark ins Ohr wachsen, da muss man die zupfen oder rausholen. Die können sich schnell entzünden aufgrund der Tatsache, dass sie hängen. Also die Ohren sind schon mal ein Thema. Das ist aber nicht das größte Problem beim Pudel. Der Pudel ist mit seiner lockigen Fellpracht wirklich ein anspruchsvoller Hund, was die Fellpflege angeht. Da ist nichts mit einmal im Monat kämmen oder so wie bei Milan oder 2-mal im Jahr bürste ich den und schicke den in die Badewanne. Das reicht beim Pudel, weiß Gott nicht. Jede Woche, wenn nicht sogar häufiger, müsst ihr da dran. Bürsten in verschiedenen Varianten, mit und gegen den Strich, für dolles Fell und unterdolles Fell und mit groben Zacken und die feine Bürste. Und man braucht ein ganzes Arsenal an Hilfsmitteln, wenn man Pech hat.
Die Fellstruktur des Pudels ist zwar bei allen gleich, aber bei dem einen ist die Wolle dicker und bei dem anderen dünner. Der eine hat mehr, der andere weniger Locken. Und wenn ihr Pech habt und wenn ihr Pech habt und euer Pudel wirklich ein starkes Fell entwickelt, dann ist das wirklich eine richtig, richtig, richtig intensive Aufgabe. Beim kleinen Pudel kommt noch dazu, dass aufgrund der Höhe, die er hat, über dem Boden noch ständig Sachen im Fell hängen. Und dann kriegst du es aus diesem lockigen Gedönsel auch noch viel schwieriger raus. Und ach, wenn du richtig Pech hast, wenn du richtig Pech hast, versagen auch all deine Mittel, die du hast. Und dann hilft auch nichts anderes, als den zu scheren oder aber zum Friseur zu schicken. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass mangelnde Fellpflege sofort große Nachteile mit sich bringt. Das verfilzt, dann kriegst du es noch beschissener raus. Und wenn man so einen Pudel aus schlechter Haltung bekommt, dann hat man wirklich in den meisten Fällen, wenn die sich nicht darum gekümmert haben, erstmal wirklich Wochen und Monate lang damit zu tun, einen guten grundlegenden Sachstand der Fellstruktur und Fellpflege hinzukriegen. Und das ist wirklich, mit entweder schert man die dann gleich runter und dann wirklich Bürste und ach, das ist Aufwand. Aufwand ohne Ende. Ich kenne nicht viele Hunderassen, die ähnliche Probleme haben. Auf der gleichen Ebene wie der Pudel im Bereich Fellpflege rangieren meiner Meinung nach nur so sehr dickfällige Herdenschutzhunde wie zum Beispiel der Pyrenäen-Berghund. Schon der Berner Sennenhund oder aber auch der Husky ist meiner Meinung nach ein bisschen einfacher als der Pudel. Klar, die sind größer, man hat mehr Fläche, aber ehrlich, dieses Lockenfell sieht toll aus, ist aber wirklich Arbeit. Es ist wirklich Arbeit und mir fallen nicht viele Hunderassen ein, wo mehr Arbeit im Hund steckt im Bereich Pflege. Beim kleinen Pudel kommt noch dazu, dass die Zähne ein bisschen anfälliger sein können, was so Zahnstein und so angeht. Das trifft ganz, ganz viele kleine Hunderassen. Das habe ich ja auch schon beim Dackel erwähnt. Das wird auch noch auf den Chihuahua zukommen und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Pflege, wirklich, wirklich ein Aufwand. Und wenn es entweder habt ihr Zeit und Geld und könnt ihn immer wieder zum Friseur bringen und lasst ihn da behandeln, scheren, schneiden, wie auch immer. Oder aber ihr macht das wirklich 2-3 Mal die Woche selber, wenn ihr Pech habt, sogar noch häufiger. Und dann ist es wirklich nicht nur eine halbe Stunde Aufwand, sondern ein bisschen mehr. Es gibt wenig Hunderassen, die mehr Aufwand benötigen im Bereich Pflege. Daher für alle Pudelgrößen leider nur ein Punkt im Bereich Pflege. Wollen wir jetzt mal die Gesundheit des Pudels ein bisschen unter die Lupe nehmen? Guck mal, da kann ich euch gut hinhängen. Ursprünglich als Jagdhund, eigentlich eine sehr robuste und gesunde Hunderasse. Damals gab es aber ja hauptsächlich nur den Großpudel. Hat sich das bis heute verändert? Das ist jetzt der erste Punkt in unserer Bewertungsskala, wo wir wirklich einen deutlichen Unterschied machen müssen. Es gibt einige Krankheiten, die beim Pudel vorkommen können. Von kleineren Geschichten bis hin zu wirklich größeren Schwierigkeiten, die bis zur völligen Erblindung führen können oder. Ich zähle jetzt nur ein paar wenige davon auf. Ein häufiges Problem sind tatsächlich Ohrenentzündungen, das habe ich eben schon bei der Fellpflege gesagt. Ja, die Pudelohren sind durch den Fellbesatz einfach schwerer und das ist super schnell entzündet. Dann kommen da noch so Geschichten dazu, dass die eine Krankheit haben können, die dafür sorgt, dass die Talgdrüsen in den Ohren mehr Talg produzieren, mehr Ohrenschmalz produzieren. Das begünstigt dann wieder die Entzündung und Ohrenentzündungen können tatsächlich sehr, sehr schnell auch gefährlich werden. Zusätzlich zu den Ohrenentzündungen hat der Pudel in allen Varianten noch mehrere Dinge. Einmal zu erwähnen ist hier das Cushing-Syndrom. Cushing sorgt dafür, dass übermäßig viel Cortisol im Blut gebildet wird. Das ist jetzt ganz vereinfacht ausgerückt, aber letztlich führt das dazu, dass die stressanfälliger sind, dass die hibbeliger sind. Das, was ich also am Anfang gesagt habe, dass die durchaus unruhig und stressig und gestresst sind, das ist tatsächlich, wenn es schlecht läuft, sogar eine gesundheitliche Komponente, die ich kaum noch beeinflussen kann. Da muss ich dann Medikamente geben und schauen, wie sich das gibt. Cushing ist also ein Thema in allen Varianten. Dann kommen noch große Probleme mit den Augen hinzu. Vom PAA bis hin zum grauen Star gibt es diverse Augenerkrankungen, Netzhautablösungen und so weiter und so fort, die den Pudel betreffen können und bis zur völligen Erblindung führen können. Pudel haben Probleme mit den Augen und mit den Ohren. Halten wir das mal fest. Das geht durch alle Größenvarianten durch. Wo der Großpudel noch Probleme mit der Hüfte hat, also die HD-Hüftdysplasie, hat der Kleinpudel eher die Probleme mit der Patella, also Patella-Luxation, Kniescheibe verrutscht und so weiter und so fort. Also letztlich, das kann man fast gleichstellen. Der Vorteil beim Pudel ist noch, dass sie relativ zierlich sind, relativ schlank sind, sodass die HD meistens nicht so gravierend ausfällt wie bei anderen Hunderassen, zum Beispiel den Retrievern, die gleich mal 10 Kilo mehr auf die Waage bringen. Das sind jetzt ein paar Krankheiten, die den Pudel betreffen können. Das sind hauptsächlich auch die ernstzunehmenderen oder die schwierigeren. Die meisten dieser Krankheiten werden eigentlich in der Zucht ausgeschlossen. Der Pudel kann mit 15 Jahren ein sehr hohes Alter erreichen. Aber
Aber meiner Erfahrung nach sind die Großpudel die wesentlich robusteren und wesentlich gesünderen als die kleineren Varianten. Je kleiner der Pudel, Merksatz, je kleiner der Pudel, desto schlimmer ist es mit den Krankheiten. Toy-Pudel sind wirklich krankheitsanfällig ohne Ende und eigentlich müsste man das tatsächlich als Qualzucht bezeichnen. Wenn die unter 4 Kilo wiegen, die sind einfach ständig krank, wirklich ständig krank und die Krankheiten können große Auswirkungen haben. Jetzt kommt dazu noch die Tatsache, dass gerade die Kleinpudel-Varianten ganz häufig auch von schwarzen Schafen gezüchtet werden, denn die verkaufen sich gut. So ein Toypudel ist richtig, richtig viel Geld wert für die 2 Kilo Hund, die du da kriegst. Und das ist ein großes Problem. Es gibt also schwarze Schafe, die eben nicht in der Zucht auf diverse gesundheitliche Kriterien achten. Denen geht es nur darum, möglichst viele Hunde zu verkaufen. Ein vernünftiger, eingetragener Züchter, der sich wirklich die Mühe macht, den Hund gesund zu halten, die Rasse gesund zu halten, wird bei fast allen Krankheiten, die ich aufgezählt habe, dafür sorgen, dass sie aus der Zucht verschwinden. Und das können die auch. Wenn ihr euch einen Pudel holt, wenn ihr euch einen Pudel kaufen wollt, egal ob groß oder klein, bitte, bitte verlangt immer gesundheitliche Unterlagen, die Augen, die Ohren, Hüfte, ja, das ist natürlich schwierig bei den Welpen, aber ihr könnt zumindest die Elterntiere, Hüfte, Knie, das sollte alles untersucht worden sein und ihr solltet Unterlagen dafür bekommen. Eigentlich war das mal ein sehr robuster Hund und der Großpudel ist meiner Meinung nach auch noch der robustere, der gesündere. Die kleinen Pudel sind wirklich anfällig. Beim Zwergpudel geht's noch. Toypudel, Katastrophe. Das ist meine Erfahrung. Ihr könnt jetzt den gesündesten Zwergpudel der Welt haben oder den gesündesten Toypudel der Welt haben, aber im Vergleich zu einem Hund wie Milan, der einfach ultra robust ist, stinkt ihr komplett ab. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Hier müssen wir jetzt also großen Unterschied machen. Der Großpudel ist meiner Meinung nach der deutlich gesündere Hund. Und es gibt hier keinen Grund, dem nicht wirklich eine gute Note zu geben. 4 Punkte für den Großpudel. Ja, HD, ja, Augen, ja, Ohren. Aber es gibt viel schlimmere Erbkrankheiten, die den Pudel nicht betreffen. Die kleineren Varianten. Der Kleinpudel geht noch. Der Zwergpudel ist schon ein bisschen anfälliger. Der Toypudel ist wirklich sehr anfällig für viele Krankheiten. Der muss tatsächlich hier einfach leider Gottes schlechtere Punkte bekommen. Und ich habe jetzt lange überlegt, wie ich das mache, aber weil wir hier jetzt 3 Pudeltypen vergleichen und der kleinste ist der schlimmste, die größeren Varianten werden besser, treffen uns hier wieder in der Mitte, also beim Zwergpudel. Und meiner Meinung nach ist der Zwergpudel mit 2 Punkten im Bereich Gesundheit sehr gut bedient. So, Endspurt in unserer Bewertungsmatrix. Jetzt geht's mit den letzten beiden Punkten weiter und als erstes Jagdtrieb. Dem Pudel wird nachgesagt, so gut wie keinen Jagdtrieb zu haben. Hier kann ich jetzt nur ein bisschen lachen. Denn das trifft leider nicht auf alle zu. Auch hier werden wir jetzt wieder Unterschiede machen in den Zwergpudel, stellvertretend für die kleinen Pudelvarianten und den Großpudel. Ja, Teile der Pudel haben kaum bis wenig Jagdtrieb. Das trifft vor allem die kleinen Pudel. Das ist super selten, dass die was jagen. Also selbst einem Hasen kommen die nicht hinterher. Ja, der kleine Pudel hat kaum bis wenig Jagdtrieb. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt kommt aber leider Gottes der Großpudel. Ich hatte tatsächlich schon Pudel im Training, obwohl das ein super netter Hund war. Das war der effektivste Jäger, den ich jemals gesehen habe. Also, und die Frau war auch wirklich, die war nett und die war motiviert und die war vorher woanders und dann kam sie zu uns. Aber das war alles nicht so einfach. Puck war ein total netter, gelehriger Pudel. Aber wenn die was gesehen hat, was die hätte kriegen können, dann hat die das gekriegt, dann hat die das gekillt. Vom Rehkitz über die Katze bis zum Hasen. Puck ist wirklich jedem Scheiß hinterher und die hat vieles davon gekriegt. Tote Hasen, tote Rehkitze, all das hat die Besitzerin gehabt. Richtig, richtig, richtig scheiße. Der Großpudel kann wirklich einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb mitbringen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn das war mal ein Jagdhund. Und die werden bis heute noch jagdlich geführt in vielen Bereichen. Unterschätzt bitte den Jagdtrieb beim Großpudel nicht. Das ist wirklich manchmal schwierig. Wenn das sich noch paart mit der Tatsache, dass ihr einen Hund habt, der nicht sonderlich motiviert ist im Bereich von Lernen und Motivation ist noch gering, dann kann das echt ein schwieriges Ding sein. Hier müssen wir jetzt also umgekehrt beurteilen. Der Kleinpudel, so gut wie keinen Jagdtrieb. Ja, die rennen mal so ein bisschen hinterher irgendwas und so und vielleicht mal so ein paar Vögelchen, aber das ist nichts Wildes. Also es gibt wenig Hunde, die weniger Jagdtrieb mitbringen. Man kann das jetzt nicht ganz vergleichen wie zum Beispiel beim Havaneser. Der Havaneser ist wirklich der null Jagdtrieb, der Mops null Jagdtrieb. Da ist der Pudel klein wenig motivierter schon, aber es ist echt noch wenig. Das heißt, der Kleinpudel kriegt hier 4 Punkte im Bereich Jagdtrieb, weil er wenig Jagdtrieb hat. Der Großpudel bringt, wie erwähnt, eine etwas größere Portion Jagdtrieb mit und steht hier tatsächlich ein bisschen schlechter da. Ich habe lange überlegt, wie man das einkategorisiert. Ist das jetzt durchschnittlich, ist das schlechter, aber sorry, ich habe ein paar gehabt, die wirklich extrem gut jagen und die effektiv jagen und die das wirklich können und die das auch gerne tun. Hier zeigt sich jetzt der Hang zu körperlicher
Auslastung, zu körperlicher Bewegung beim Großpudel. Und deshalb kriegt der Großpudel hier 2 von 5 Punkten im Bereich Jagdtrieb. Kommen wir als letztes auf den Punkt Verhalten und dann haben wir es auch schon geschafft. Im Punkt Verhalten wird das Ganze ein bisschen einfacher und kürzer. Ich habe gesagt, ja, die sind zurückhaltend, ja, die sind schüchtern, die sind nicht so volle Lotte drauf und mitunter ein bisschen ängstlich und die Kleinen neigen dazu, mal zu kläffen dabei oder tatsächlich auch mal Abwehr zu schnappen. Aber insgesamt ist der Pudel im Verhalten sowohl Menschen als auch Hunden gegenüber ein sehr reservierter, ein sehr neutraler, einfach ein höflicher Hund. Das spiegelt sich jetzt auch in unseren Punkten gleich nieder. Darüber hinaus ist der Pudel wirklich ein toller Hund mit Kindern. Wenn die Kinder allerdings ein bisschen lauter, ein bisschen wilder sind, dann kann das auch schon mal sein, dass eurer Pudelhündin das zu viel ist, weil die eben sehr, ja, harmoniebedürftig, sehr fimschig und sehr nett einfach sind. Und ja, aber trotzdem, also ehrlich, in puncto Verhalten, bombig. Man sagt den Pudeln zwar auch einen gewissen Wachtrieb nach und den Hof und das Haus zu beschützen, aber ganz im Ernst, das ist nichts im Vergleich zu anderen Hunderassen, die das wirklich mitbringen. Das ist so ein bisschen bellen, ein bisschen hinrennen und die Locken wehen im Wind. Das nimmt ja auch kein Einbrecher ernst. Also, ja, toller Hund, was das Verhalten angeht. Toller Hund, was das Verhalten angeht. Fremden gegenüber, die sind höflich, die sind reserviert. Die sind einfach im Regelfall unauffällig, die stören nicht. Die sind einfach toll im Bereich Verhalten. Der Großpudel kriegt hier von mir 5 Punkte, weil er einfach ein bisschen besser ist, was so... ja, Kläffen und Schnappen angeht. Ich habe noch keinen Großpudel im Training gehabt, der übermäßig viel kläfft oder Leute anbellt. Die gehen dem Ganzen eher aus dem Weg. Kleinpudel sind dann schon eher so ein bisschen lauter. Ist halt ein sehr verbaler Hund. Deshalb kriegen die hier 1 Punkt Abzug und 4 Punkte im Bereich Verhalten, weil dieses Bellen und das Schnappen tatsächlich mal vorkommen kann und ein bisschen nerven kann. Aber obwohl das ein kleiner Negativpunkt ist, ist das Schöne, dass ich dem Pudel das irrsinnig schnell beibringen kann, dass er das nicht machen darf. Und dann hat er das auch relativ schnell gelernt. Hier kommt jetzt wieder der lernwillige Faktor dazu, den wir vorher schon mehrfach angesprochen haben. Also, 4 Punkte für einen Kleinpudel, 5 Punkte für einen Großpudel im Bereich Verhalten. Jetzt, nachdem wir unsere Punkte verteilt haben, möchte ich im Fazit auch noch mal kurz was über Doodle und den Pudel allgemein sagen. Insgesamt ist der Pudel ein sehr beliebter Hund in Deutschland. Zumindest bis zum Aufkommen der Doodle-Varianten, denn seitdem geht der Pudel deutlich zurück. Die meisten Pudel, die ich hatte, waren tatsächlich Zwergpudel. Hier und da mal ein Toypudel, die Kleinpudel waren noch tatsächlich die seltensten, der Großpudel war auf Rang 2. Ich habe, glaube ich, 7, 8, 9 Großpudel gehabt, bestimmt 20, 30, 40 Zwergpudel und Doodle-Varianten alle mal außen vor gelassen. Der Pudel ist ein toller Hund, verhaltenstechnisch gut, man muss ein bisschen aufpassen, wenn die jung sind, dass die nicht zu schüchtern werden, dass sie die richtigen Spielpartner finden, dass das im Welpenkurs vielleicht aufgegriffen wird. Man muss durch diese unruhige Phase durch, man muss durch die sexuelle Phase durch mit den Rüden, aber insgesamt ist das ein richtig, richtig cooler Hund. Wenn ihr euch zurückerinnert, in unserer Huta, da hatten wir ganz viele Pudel, zwei Großpudel hatten wir sogar mal und ganz viele kleinere Varianten, bis hin zum Toypudel. Wer sich noch an Wilma erinnern kann, weiß, dass das durchaus ein flitziger Hund war. Wenn die bei uns zu Hause zu Gast war, die ist zum Beispiel im ersten Rassecheck über den Ridgeback dabei, da hatten wir die nämlich mal ein paar Tage bei uns. Wilma war ein sehr aufgeschlossener, sehr freundlicher, sehr agiler, sehr flitziger Hund. Aber in der Huta war es ja dann irgendwann auch mal zu viel, dann hat die sich lieber hingelegt und gepennt. Der Pudel ist tatsächlich jemand, der nicht zu viel Action, der nicht zu viel Druck und nicht zu viel Bums braucht, die zwar Bewegung haben wollen, aber das Ganze eben so ein bisschen unter dem Deckmantel der Harmonie. Ist es zu wild, findet der Pudel das doof. Trotzdem, Pudel sind richtig, richtig tolle Hunde, die sind gelehrig, die kannst du wirklich sportlich zu allem kriegen. Ich hatte einen Pudel beim Frisbee, einen Zwergpudel sogar. Der Pudel ist cool, Pudel ist cooler Hund. Gehen wir jetzt aber ganz kurz auf die Doodles ein. Ich finde den Trend, den Pudel in viele Hunderassen einzukreuzen und Doodles draus zu machen, in Teilen gut, in Teilen wirklich gut. Für den Pudel ist es allerdings ein Nachteil. Was ich damit meine ist, dass ein Labradoodle, ein Golden Doodle, das sind meiner Meinung nach in der Regel angenehmere Hunde, als es die Urhunde sind. Also als es der Labrador ist oder als es der Pudel ist. Nehmen wir den mal als Beispiel. Der Labrador ist ein Hund, volle Lotte drauf, alles ist da, ich bin mittendrin, bums, bums, roll, roll, rein und nicht bremsen. Der Pudel ist ein Hund, der sagt, oh Gott, das ist mir alles zu wild, ich gehe wieder weiter hinten und ich finde das auch, aber die Frisur sitzt da nicht und ich werde nass. Und wenn da jetzt diese beiden Dinge sich in der Mitte treffen, ist das in der Regel ein sehr toller Hund. Das kann natürlich auch mal gegensätzlich laufen und du hast so einen Labradoodle, der total der Draufgänger ist oder aber auch ein Schissiger, aber in den meisten Fällen trifft sich das gut in der Mitte. Und die sind charakterlich und vom Verhalten her tolle Hunde.
Ich finde also in manchen Teilen Dudel und Pus und wie die ganzen Mischungen nicht alle heißen, tatsächlich in Ordnung. In manchen Teilen finde ich das tatsächlich aber völlig unnötig. Also ich verstehe nicht, was ein Havapoo sein soll. Also der Havaneser ist ein ultra geil netter Hund. Der Pudel, der Zwergpudel, ist ein ultra geil netter Hund. Warum sollte ich das mischen? Also wenn ich nicht versuche, Gene in die eine Rasse oder in die andere zu kriegen, um das zu mischen, also um den Genpool frisch zu halten, macht das überhaupt keinen Sinn. Also ich verstehe einen Havapoo nicht. Ja, das ist immer noch ein toller Hund, aber beide Ausgangshunde waren toll und hatten wenig Probleme. Ich verstehe auch einen Bernerdudel nicht. Also der Berner Sennenhund ist ein riesengroßes Schiff. Warum muss man da den Pudel einkreuzen? Damit es ein bisschen kleiner wird und damit es mehr Geld kostet? Das ist der einzige Grund, in meinen Augen. Weil auch der Berner Sennenhund ist ein ultra toller Hund. Bei manchen Hunderassen finde ich das gut. Ich finde tatsächlich den Golden Doodle oder den Labradoodle, finde ich, ist ein guter Mittelweg. Ist wirklich ein guter Mittelweg zwischen dem Pudel und dem Labrador oder dem Golden Retriever. Denn der Labrador oder Golden Retriever, das werdet ihr auch in meinen Rassechecks mitgekriegt haben, die driften immer mehr in gewisse Richtungen ab. Die sind immer mehr drüber und drauf und unruhig. Und da ist so eine leicht schüchterne, vorsichtigere, freundlichere, nettere Komponente, die in den Hund reinkommt, eine tolle Sache. Das kriege ich jetzt nicht einfach so in die Rasse mit rein, aber in den Doodle-Varianten ist das in der Regel gut gelungen. So viel zu dem, was ich da positiv dran finde. Negativ ist tatsächlich die Tatsache, dass man dadurch immer weniger Pudel sieht. Ob das jetzt allein daran liegt, dass der Doodle tatsächlich auf dem Vormarsch ist in verschiedensten Varianten oder ob das daran liegt, dass tatsächlich die Fellpflege und die Krankheiten beim Pudel etwas schwieriger sein können, das zu beurteilen steht mir nicht zu und das ist sehr, sehr schwierig auch zu beurteilen. Ich glaube, dass vor allem die Pflege beim Pudel viele abschreckt. Klar sagt man, die sind allergikerfreundlich, du hast nicht so viele Haare zu Hause. Ja, aber unter dreimal die Woche Bürsten und Fellpflege kommst du meistens nicht davon. Und wenn du Pech hast, machst du das echt fast jeden Tag. Und dann wird das richtig, richtig viel. Und dann gehst du trotzdem noch alle 6 oder 8 Wochen irgendwo hin und lässt den Hund scheren. Ja, es ist wirklich schwierig. Gaias Züchterin ist ja Hundefriseurin, mit der habe ich damals auch mal häufiger über diese Pudelgeschichte geredet. Und es ist wirklich ein Hund, der das braucht. Der braucht diese Fellpflege und das schreckt wahrscheinlich viele ab. Das kann bei den Doodle ein bisschen einfacher sein, es kann aber beim Doodle auch genauso beschissen laufen. Also ich habe ein paar Labradoodle im Training und einen Golden Doodle im Training, die haben Fell ohne Ende. Da kommst du auch nicht mit einmal die Monatbürsten hin. Da hast du gleich das Pudel-Fell-Problem, hast halt leider Gottes in dem Mix mit drin. Ich würde mir wirklich wünschen, mehr Großpudel zu sehen. Wirklich. Ich finde, der Pudel ist ein geiler Hund. Wirklich ein geiler Hund. Und auch wenn das vielleicht hier und da nicht so rüberkommt und wenn in meinem Gesprochenen oder in meinem Text der Pudel vielleicht hier und da auch mal einen kleinen Dämpfer abgekriegt hat, landet der Pudel in beiden Varianten aber sehr weit vorne in unserer Rangliste, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es ein toller Hund ist. Vergleiche ich zum Beispiel den Pudel mit dem Golden Retriever, hat der Großpudel in manchen Punkten die Nase vorn, in manchen Punkten hat der Kleinpudel die Nase vorn. Insgesamt sind die sehr, sehr, sehr ähnlich und der Golden Retriever und der Großpudel zum Beispiel landen in unserer Liste sehr nah beieinander. Insgesamt würde ich mir trotzdem mehr Großpudel wünschen, weil es sind tatsächlich richtig tolle Hunde, die wirklich mehr, ja, Vertretung wieder in unserer Gesellschaft brauchen. Ich hoffe, der Rassecheck hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Rassecheck wieder dabei. Beim nächsten Rassecheck werden wir wieder bei einer Rasse bleiben. Das ist der Chihuahua. Und dann haben wir die 3 kleinen Rassen hinter uns. Und dann geht es wieder in die Größe mit Boxer, Dalmatiner und Dobermann. Ich bin raus für heute. Tschüss.